Hallo alle zusammen und willkommen am YouTube-Kanal von Vajo. Wie viele von euch schon mitbekommen haben, haben sich meine Wege und die Wege von Vajo in den letzten Monaten mehrfach gekreuzt. Ich bin sehr froh, euch mitteilen zu können, dass aus dieser Freundschaft nun eine Zusammenarbeit entstanden ist und ich mit meiner Expertise Vajo bei der Produktentwicklung unterstützen darf. Aus diesem Grund möchte ich euch heute ein neues Produkt von Vajo vorstellen. Final Protein, das zweite Proteinprodukt nach 2C Plus im Sortiment von Vajo. Final Protein richtet sich an den sehr anspruchsvollen Kraftsportler bzw. an den Menschen, der seine Proteinverdaubarkeit und die Qualität der Proteinaufnahme ums Maximale steigern möchte. Final Protein ist ein Protein, das aus zwei patentierten Proteinen der Firma Carberry, nämlich Isolac und Optipep, zusammengesetzt ist. Isolac ist ein Whey-Protein-Isolat aus dem CFM-Verfahren hergestellt, das aus Milch von Grassfed gefütterten Kühen aus Irland gewonnen wird. Der Laktosegehalt ist extrem niedrig, ebenso der Fett- und Kohlenhydratanteil. Die Trinkbarkeit von Isolac-Protein ist enorm gut und auch die Aufnahme durch den Magen-Darm-Trakt. Dem hinzugesetzt wurde Optipep. Optipep ist ein hyaluronisiertes Whey-Protein-Isolat mit der maximalst möglich einfachen Verdauungspassage. Das heißt, das Protein, das ihr konsumiert, steht nahezu unmittelbar dem Blutstrom zur Verfügung, um seine Effekte, die weithingehend bekannt sind, auszuüben. Das niedrige Molekulargewicht führt dazu, dass diese Magen-Darm-Passage so schnell vonstatten gehen kann. Whey-Protein-Hydrolysat hat normalerweise einen leicht bitteren Beigeschmack. Bei Optipep ist das grundsätzlich schon minimiert. Da aber das Final Protein eine Kombination aus Optipep und Isolac ist, ist diese Trinkbarkeit noch um ein Vielfaches gesteigert. Das Protein ist extrem süffig, liegt nicht im Magen, löst keine Verdauungsbeschwerden aus und steht der Muskelregeneration und dem Kreislauf sofort zur Verfügung. Erhältlich ist das Produkt in den Geschmacksrichtungen Raspberry, Vanille und Lemon. Viele werden sich fragen, warum keine Schokolade? Dadurch, dass wir auf künstliche Zusatzstoffe weitestgehend verzichten und auch keine Farbstoffe zusetzen, war für uns der optimal möglichste Proteinscore die Benchmark. Würden wir einen Schokoladengeschmack auf den Markt bringen, würden wir Abstriche in diesem Proteinscore machen müssen. Deswegen haben wir uns zum Anfang für diese Geschmacksrichtungen entschieden. Auch der Verzicht auf den Einsatz von Farbstoffen führt dazu, dass der Proteinscore unglaublich hoch ist. Zusätzlich ist diesem Produkt noch Bromelain als Verdauungsenzym hinzugesetzt, um die Verdauungsqualität des Produkts noch weiter zu verbessern. Final Protein ist das richtige Produkt für alle, die rund ums Training herum ihre Proteinversorgung maximieren möchten. Es gibt auch eine relativ interessante Studie zu Proteinhydrolysaten, vor allem zu Optipep, dass die Muskelreglykogensynthese nach dem Training bei gleichzeitigem Vorhandensein von Kohlenhydraten und Hydrolysat, Whey-Protein-Hydrolysat, um ein Vielfaches gesteigert ist und es somit zu einer besseren Wiederglykogenaufnahme in die Muskelzelle kommt. Idealer Einsatzgebiet: nach dem Training verwendet Final Protein als eure Proteinquelle im Zusammenhang mit Kohlenhydraten. Aber selbst aufgrund der großartigen Trinkbarkeit ist ein Einsatz in Kombination mit einem Intradrink wie zyklischem Dextrin absolut denkbar. Ich hoffe, ihr genießt euer Final Protein und wir werden uns in Kürze wiedersehen. Einen schönen Tag noch.